Halle ist unsere Heimat. Wir sind hier groß geworden. Wir haben am Montag erfahren, dass die Flut jetzt auch bei uns war. Und dann einen Tag später, dass der Katastrophenalarm in Halle halt ausgerufen wurde. Deutschland kämpft gegen die Flut mit allen erdenklichen Mitteln. Die Situation in Halle war so chaotisch, dass wir überhaupt erst mal einen Überblick haben wollten. Und dann hatten wir die Idee mit der Karte. Zuerst habe ich Gefährdungsbereiche unterteilt und dann Anlaufstellen für Betroffene markiert. Und dann haben wir es eingeschickt, die Bekannten. Als wir am nächsten Tag festgestellt haben, dass wir über 240.000 Aufrufe hatten, haben wir einfach damit weitergemacht. Und dann kam über diese Map die Information, dass hier auf dem Ohrgrund Boulevard eine zweite Sandfüllstation gebaut worden ist. Es wurde dann Selbstläufer wie Schneeballsystem. Der eine hat's und hat's halt weitergegeben. Wir haben bemerkt, dass die Menschenmassen von einer Stelle zur anderen Stelle gegangen sind, wo jetzt Hilfe gebraucht wurde. Hat sehr gut geklappt. Eine interaktive Hochwasserinformationsseite für Halle beim Google-Dienst Maps macht Furore. Und daher kam dann auch Deichgraf. Die Karte war jetzt nicht dafür gedacht, Heldentaten zu vollbringen. Wir wollten einfach nur unserer Stadt helfen.